Am 12. Januar 2013 fand die 18. internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz mit mehr als 1.800 Besucherinnen und Besuchern in der Berliner Urania statt. Auf der Veranstaltung, stets am Tag vor der traditionellen Liebknecht-Luxemburg-Ehrung in Berlin, präsentierten Junge Welt und Unterstützerorganisationen mit politischen Referentinnen und Referenten aus mehreren Ländern Vorträge und Debatten zu Strategie und Praxis linker Politik und Kultur. Luis zieht seine Ideen für die Programminhalte auch aus Begegnungen mit Kulturschaffenden verschiedener Länder. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Bis sie dann kamen und uns befreiten und sie auch und die so viele Lehne auch dann mit sich nahmen, mit sich nahmen. Ihr wisst, drei kurdische Revolutionärinnen sind am Mittwochabend in Paris erschossen worden. Dazu wird jetzt die Genossin Ceylan vom kurdischen Studierendenverband YPG sprechen. Einen Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz bildete die Podiumsdiskussion unter dem Titel »Der Feind steht links« zu den Verwicklungen von bundesdeutschen Geheimdiensten und Polizeikreisen mit neonazistischen Strukturen. Ja, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion, dem traditionellen Abschluss der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Wir haben uns ein Thema gewählt, das glaube ich, uns alle sehr beschäftigt. Es hängt zusammen natürlich mit dem, was am 4. November 2011 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde und unter dem Namen NSU in die Geschichte eingehen wird. Das kann man wohl schon sagen. Was sonst dazu zu sagen ist, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Aber natürlich ist das Thema auch ein bisschen umfassender. Neonazis haben in der Bundesrepublik seit 1990 fast 200 Menschen getötet. Und worüber zu reden ist, geändert hat sich am staatlichen Verhalten gegenüber dem Neofaschismus auch im Hinblick auf diese Tatsachen nichts. Er wird staatlich gefördert. Das konstatieren selbst das Bundeskriminalamt, so etwas wurde im letzten Jahr bekannt, oder eben das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil beim ersten NPD-Verbotsverfahren, als es von mangelnder Staatsferne sprach bei der NPD. Die Ideologie des Neofaschismus hat viele Schnittmengen mit der deutscher konservativer Ausländerfeinde und Asylbewerberbekämpfer. In den letzten Wochen war ja schon wieder von Flut und Schwemme die Rede. Offiziell wird aber unverdrossen die sogenannte Extremismustheorie zur Grundlage staatlichen Handelns gemacht. Wobei natürlich eingeschlossen ist, Extremismus gibt es eigentlich nur auf der Linken. Deswegen hat sie Wolfgang Wippermann, der Historiker, einmal als eine Art Hexenwissenschaft bezeichnet, also als eine Wissenschaft, die sich mit etwas befasst, das es nicht gibt. Aber als sich der Begriff NSU herumsprach Ende 2011, musste die veröffentlichte Meinung in der Bundesrepublik eine Art Schock in der Bevölkerung konstatieren. Da wurde etwas sichtbar, was so nicht sein sollte, jedenfalls eben nicht in diesen Medien. Und damals passierte Folgendes. Eine kleine Anekdote. Am 24. November 2011, also 20 Tage nach dem Auffinden von Böhnhardt und Mundlos, sprach SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier im Bundestag und erklärte,
Es gebe keine linksextremistischen Schlägertrupps, die ganze Landstriche terrorisieren. In dem Moment, als er das sagte, wurde es bei CDU und CSU und FDP im Bundestag laut. Und als er dann ansetzte zu dem Satz, sorgen wir dafür, dass in diesem Land, rief der CDU-Abgeordnete Michael Grosse-Brömer, Direktmandat Wahlkreis Harburg in Niedersachsen, dazwischen, keine Linksextremen sind. Wie gesagt, das war 20 Tage nach dem Bekanntwerden von mindestens 10 Toten, die von Neonazis gebracht wurden. Steinmeier fuhr fort, Rassismus und Fremdenhass nie wieder eine Chance haben. Grosse-Brömer ist offenbar ermuntert worden zu seinem Zwischenruf durch 10 Tote. Ein Skandal gab es nicht im Bundestag. Der Mann wurde befördert, er ist jetzt parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Leute wie er prägen dieses Land, die herrschende Politik und verhindern, dass über die Verflechtung von Staat und Recht im Terror aufgeklärt wird. Das war aber versprochen. Entscheidend finde ich aber, und darüber würde ich gerne heute Abend hier mit den Gästen sprechen, dass dieses Thema auch von der Linken nur selten grundsätzlich angefasst wird. Und damit meine ich, wie gehen wir eigentlich mit diesen Schaffen, wie stellen wir uns eigentlich zu ihnen? Warum das so ist, das würde ich heute gerne thematisieren. Zu meinen Gästen. Ich begrüße hier links neben mir Gabriele Heinicke, Rechtsanwältin aus Hamburg, sehr erfahren. Mit politischer Justiz. Sie war unter anderem Verteidigerin von Safwan Eid, der 1996 angeklagt war, seine eigene Flüchtlingsunterkunft in Lübeck angezündet zu haben. Die drei Neonazis an dem Tatort mit 10 Toten wurden trotz typischer Brandlegerspuren nicht verfolgt. Im Gegenteil, als sie Geständnisse ablegten, drängten Staatsanwaltschaft und Polizei auf Rücknahme ihrer Aussagen. Gabriele Heinicke war Verteidigerin von Willi Stoph. Sie vertrat die Nebenklage im Prozess um den Feuertod von Uri Jallo in einer Dessauer Polizeizelle und setzte sich für die Entschädigung von italienischen Opfern von Massakern durch Wehrmacht und SS im Zweiten Weltkrieg. Sie sagt zur bisherigen NSU-Aufklärung, die Öffentlichkeit wird am Nasenring herumgeführt. Susanne Witsch-Stahl, ebenfalls aus Hamburg. Sie hat Musikwissenschaften und Philosophie studiert, ist Publizistin. Sie schreibt von Hamburg aus für verschiedene Zeitungen, arbeitet in der Redaktion der Zeitschriften des Internetportals Hintergrund, befasst sich seit längerem mit reaktionären Strömungen unter linkem Etikett in der jungen Welt, erschien im Oktober von ihren zwei Teilen ein Artikel, den sie zusammen mit Michael Sommer verfasst hatte und den ich sehr nochmal zur nachträglichen Lektüre denen empfehle, die nicht gelesen haben. Er trug den Untertitel Die Einsicht, dass Antifaschismus und Antikapitalismus zusammengehören, droht verloren zu gehen. Patrick Köbele, hier neben mir, ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei. Er ist aktiv in der Kommunalpolitik in Essen. Im Januar 2012, vor einem Jahr, stellte die dortige Lokalpresse fest, dass er Essener Rekordhalter mit 5 namentlichen Nennungen im Verfassungsschutzbericht ist. Herzlichen Glückwunsch. Am Donnerstag in Junge Welt, ein Nährboden für Militarismus und faschistisches Gedankengut stellt der mangelnde Internationalismus dar. Darüber, denke ich, ist zu reden.
herzlich willkommen und ebenso herzlich willkommen Bodo Ramelow. Er war lange Jahre hauptamtlicher Gewerkschafter in Hessen und Thüringen. 1999 wurde er zum ersten Mal in den Thüringer Landtag gewählt. Von 2005 bis 2009 war er Bundestagsabgeordneter. Er rang im selben Jahr in Erfurt ein Direktmandat für den Landtag und ist seitdem Fraktionsvorsitzender der Linken im Thüringer Landtag. Applaus 2003 wurde bekannt, dass der Thüringer Verfassungsschutzchef Helmut Röger über ihn in den 90er Jahren eine Akte anlegen ließ. Der behauptet heute allerdings, das stimme nicht, bestreitet, dass in seiner Amtszeit überhaupt eine Ramelow-Akte existierte. Überhaupt Akten wahrscheinlich, genau. Das ist anzunehmen. Laut Aktenführung, also manchmal ist es ja schön, dass es Bürokratie gibt, offenbar gab es diese Akte aber. Später stellte sich dann auch heraus, dass Bodo Ramelow auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet wurde, was mehrere Gerichte zwar für rechtswidrig erklärt, er hat sich beschwert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte aber am 21. Juni 2010, die Beobachtung sei zulässig, weil sie aus allgemein zugänglichen Quellen stattfinde. Begründet wurde das damit, dass Bodo Ramelow führend in der Partei Die Linke tätig ist, in der es verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Die Observation Bodo Ramelows geht 2013 ins 30. Jahr. Sie begann seinerzeit in Hessen. Anlass war seine Solidarität mit dem Berufsverboteopfer Herbert Bastian. Will das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde gegen das Leipziger Urteil mündlich verhandeln? Und nun stellt sich heraus, in den letzten Tagen, kann man ja geradezu sagen, dass durch den Fall des Neonazis und V-Manns des Thüringer Verfassungsschutzes Trinkhaus eine neue Lage entstanden ist. Der war nämlich beauftragt vom Verfassungsschutz gegen linke Abgeordnete, eventuell sogar, wie man inzwischen weiß, auch mit Gewalt vorzugehen, nach seiner eigenen Aussage. Bei Trinkhaus handelt es sich also nicht um eine allgemein zugängliche Quelle. Das wäre wohl übertrieben. Vielmehr ist jetzt klar, gegen die Linksfraktion in Thüringen wurden mehrfach geheimdienstliche Mittel angewandt. Der Bund hat in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht die Unwahrheit gesagt. Ich zitiere aus Bodo Ramelows Artikel in der Jungen Welt vom Mittwoch: Rassismus hat in einer Gesellschaft, in der soziale Brüche immer größer und dynamischer werden, eine Funktion. Man kann Feindbilder schaffen. Und weiter: Die Quellen des braunen Terrors sind vielfältig, es gibt keine monokausale Antwort. Also noch einmal herzlich willkommen und herzlich willkommen auch Sandra Bachutz. Monika Montag, wie das zustande gekommen ist, wäre jetzt eine lange Geschichte, das weiß ich jetzt. Sandra ist in der internationalen Plattform gegen Isolation aktiv. Diese Initiative bildete sich im Jahr 2000 gegen die Absicht der türkischen Behörden, politische Gefangene in Isolationszellen zu sperren. Der damalige Hungerstreik der Gefangenen endete mit einem Blutbad, bei dem 28 von ihnen ums Leben kamen. Damit so etwas nicht wieder passiert, engagiert sich Sandra. Herzlich willkommen. Zu meinen ersten Fragen. An Gabriel Heinicke möchte ich mich wenden mit einem Zitat aus Ihrem Interview, das Sie am Dienstag der Jungen Welt gegeben hat. Es ist an der Zeit, über die Ursachen für die Verquickung staatlicher und faschistischer Organisationen nachzudenken. Und Sie verwies darauf, dass es in diesem Land viele schöne Worte, aber nie einen Bruch mit der Vergangenheit gegeben hat. Der NSU sei keine Panne, sondern konsequente Folge dieser Politik. Die Kontinuität, die Sie konstatieren, wurde von der etablierten Politik der Bundesrepublik seit 1949 immer abgestritten. Und 1990
sprach Antje Vollmer von den Grünen im Bundestag gleich ihre ganze Generation und auch die Bundesrepublik heilig, weil ihre Generation diese deutsche Gesellschaft gründlich zivilisiert habe. Inzwischen habe ich noch das Wort, ich habe es heute im Artikel, der in der Spezialbeilage erschienen ist, verwendet, Fundamentalliberalisierung gefunden. Das hat Jürgen Habermas sich für die Entwicklung der Bundesrepublik und deren Geschichte ausgedacht. Spätestens aber seit 1990 ließe sich doch sagen, wird in der Bundesrepublik, das war nämlich die Zeit, als die den Faschismus verharmlosende Rede von den zwei deutschen Diktaturen erfunden wurde, natürlich nur die Linke bekämpft und ihre angeblich diktatorischen Bestrebungen. Also die Frage, wie ist das mit der Zivilisierung der deutschen Gesellschaft? Doch keine Kontinuität? Zum einen ist Frau Vollmer nicht unbedingt mein Maßstab. Zum anderen. Zum anderen habe ich nach 1990 von den Grünen zwei Dinge gelernt. Zum einen, dass sie Kriegspartei sind. Und zum zweiten, dass meinen Mandanten in Griechenland negativ aufgefallen ist, dass nach der rechtskräftigen Entscheidung des Areopag 28 Millionen Euro an die Opfer des Massakers von Listomo zu zahlen und dies vollstreckt werden sollte in Griechenland, in Athen, das Parteimitglied Fischer gedroht hat, Griechenland damit gedroht hat, dass sie nicht in die Eurozone kommen, falls nicht verhindert wird, dass die Vollstreckung in Griechenland stattfindet. Hätten doch die Griechen, sagen viele heute, damals richtig entschieden. Aber zum Thema, warum ich meine, dass man sich eigentlich gar nicht wundern muss und ich mich eher wundere, warum sich so viele wundern, dass das mit dem Verfassungsschutz so ist, ist, dass eigentlich jeder, der lesen kann und der recherchieren will und bereit ist zu hören, weiß, dass es eine Kontinuität des Schutzes von Rechten in dieser Republik gibt und dass das abgestritten wird, ist eigentlich das Merkwürdige an der ganzen Geschichte. Man muss sich ja fragen, was der Verfassungsschutz überhaupt ist. Verfassungsschutz ist ja ein Ausdruck, der eher euphemistisch ist. Was schützt der eigentlich? Die Verfassung ist seit 1949 so oft verändert worden, dass man sich fragen muss, was an dieser Verfassung ist denn zu schützen vom Verfassungsschutz? Grundgesetz ist inzwischen durchlöchert wie ein Schweizer Käse und wenn der Verfassungsschutz die Notstandsgesetze schützen soll, dann hätte ich noch Verständnis, dass er sich so verhält, wie er sich verhält. Oder die faktische Abschaffung des Asylrechts oder die Berufsverbote oder eben den Einsatz der Bundeswehr überall auf der Welt. Es ist ein Märchen, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützt. Tatsächlich ist der Verfassungsschutz ein ganz stinknormaler Geheimdienst, ein ideologisches Kind des Kalten Krieges. Der Verfassungsschutz wurde ausdrücklich aufgebaut gegen die, die Kapitalismus als einzig selig machende Form des Zusammenlebens in Frage stellen. Und die Linke, solange sie tatsächlich links ist, hat das eben immer gemacht. Und darum ist es klar, dass die Linke jedenfalls von diesem Verfassungsschutz bekämpft wird. Oder ich sage einfach mal, diesen Geheimdienst bekämpft wird. Die Rechte, und das weiß man schon aus der Weimarer Republik, die Rechte macht das nicht. Die Rechte weiß und hat unter Beweis gestellt, Faschismus ist eine Herrschaftsform des Kapitalismus. Darum gibt es keinen antagonistischen Widerspruch zwischen denjenigen, die den Kapitalismus schützen wollen und denjenigen, die den Kapitalismus auch in anderer Form haben wollen. Nachdem der deutsche Faschismus niedergeschlagen worden ist,
gab es relativ schnell eine Reorganisierung des Westdeutschlands in dem Sinne, oder der drei Westzonen in dem Sinne, dass es ein Vorzeigeprojekt geben sollte gegen den Versuch des Aufbaus des Sozialismus und dass es ein Vorzeigeprojekt sein sollte, dass man in diesen Westzonen besser leben kann. Das, was Verfassungsschutz genannt wurde, ist 1950 aufgebaut worden, ab September 1950, und zunächst gab es eine Person, Otto John, die man vielleicht eher einen, na, linksliberalen nicht, aber einen Liberalen nennen konnte, der von 1950 bis 1954 der Präsident des Verfassungsschutzes war. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, am 20.07.1954 nach einer Feier im Wendlerblock zum 20. Juli verschwand dieser Mensch auf einmal. Zunächst wusste man nicht so genau, was mit ihm ist. Man dachte, er ist vielleicht übergelaufen in die DDR, weil es ihm da doch besser gefällt. Aber dann wurde später gesagt, er kehrte dann mal zurück, er sei entführt worden. Ihm folgte aber nach diesem relativ erfolglosen Auftritt von Herrn John Hubert Trübers. Und dieser Mensch hat eine Geschichte. Er blieb Präsident 1955 bis 1972. Er war SA-Mann und während des deutschen Faschismus Staatsanwalt mit den grausamsten Strafanträgen. In seine Zeit fällt die exzessive Verfolgung von Kommunisten, Antifaschisten und Kriegsgegnern. Wir wissen alle, dass die Bundesrepublik aufgebaut worden ist mit Altnazis. Es gibt zwei lesenswerte Bücher. Das eine ist die braunen Wurzeln des BKA, das andere ist über die ersten 25 Jahre des Bundesgerichtshofes mit dem Präsidenten Weinkauf, alles Altnazis. Und man kann heute sagen, der Verfassungsschutz, diese Organisation des Geheimdienstes, die sich so nennt, ist an allen wesentlichen Schaltstellen aufgebaut worden mit Leuten von SS, von SA, von SD, also all die organisierten und ausgebildeten Altnazis. Und da muss man sich ja fragen, warum sollte man dann glauben, wenn eine solche Organisation aufgebaut worden ist, dass sie auf einmal gegen Nazis vorgeht. Sie hat in den 50ern, wenn ihr euch erinnert, wesentlich beigetragen zur Verfolgung der freien deutschen Jugend, die verboten worden ist, weil sie gegen die Wiederbewaffnung war, Verbot der FDJ wegen des öffentlichen Auftrittes der Antimilitaristen der FDJ bei einer Veranstaltung mit Theodor Heuss. Sie riefen, skandierten, wir wollen keine Soldaten sein, Theodor, geh du allein, das ist der Verbotsgrund für die FDJ gewesen. Der sogenannte Verfassungsschutz hat wesentlich teilgehabt an der Verfolgung der KPD und auch der Vereinigung der Folgen des Naziregimes, die Leute, die dann in Haft saßen, die kurz vorher schon in Haft gesessen hatten. Der sogenannte Verfassungsschutz hat ganz wesentlich eine Rolle gespielt in den 60er Jahren an der Verfolgung auch der Antifaschisten und Kommunisten und in den 70er und 80er Jahren am Berufsverbot gegen die Personen, die am Kopf vielleicht am ehesten hätten neues Gedankengut in die Hirne der Schülerinnen und Schüler bringen können. Der Verfassungsschutz war wesentlich beteiligt an der bleiernen Zeit mit der Jagd auf angebliche Sympathisanten der RAF, das heißt alles, was sich für links erklärt hat oder gehalten hat oder gehalten wurde. Und der Verfassungsschutz hatte ganz wesentlich zu tun mit den Personen, die Mord- und Brandanschläge gegen Ausländer in den 90ern durchgeführt haben, überall ganz nah dieser Organisation. Und wenn du fragst, ab 1990 ist da wirklich eine Änderung eingetreten, ich würde sagen, es hat sich alles noch mehr verschärft. Vielleicht denkt ihr dran, dass 1990 es ein neues Aufenthalts-, ein Ausländergesetz gegeben hat, nachdem das Ausländergesetz ja bis 1965 die Ausländerpolizeiverordnung von 1935 war, dann das Ausländergesetz 1990, nachdem 65 das Ausländergesetz genannt wurde, 1990 mit einer wilden Debatte über das Boot ist voll verschärft worden ist und einer Gesetzesbegründung, die in ihrem Entwurf zum Beispiel, daran erinnere ich mich, weil ich damals
junge Anwältin war und mich damit sehr auseinandergesetzt habe, in der Gesetzesbegründung stand, dass das Zuwanderungsproblem auch ganz wesentlich ein Umweltproblem sei. 1993 hat der damalige BKA-Präsident Zachert dem Verfassungsschutz völliges Versagen vorgeworfen bezüglich der Rolle, ein Frühwarnsystem gegen rechts zu sein. Auch da muss man schon sagen, relativ blauäugig von ihm. Warum sollte der sogenannte Verfassungsschutz ein Frühwarnsystem gegen rechts sein, wo er doch bestückt ist mit diesen Personen? Das Personal des Verfassungsschutzes wurde offiziell gegen rechts immerhin aufgestockt nach 1990. Allerdings, wenn man an die Geschichte des sogenannten Verfassungsschutzes guckt, so richtig was Greifbares ist auf Bundesebene so gut wie nie und auf Landesebene nur mal zufällig herausgekommen. Insgesamt muss man sagen, gab es die ganze Zeit eine Bagatellisierung rechter Vernetzung, rechter Organisation, auch wenn sie gewalttätig waren. Ich glaube, dass man darüber nachdenken muss, dass es eine Erfahrung gibt aus der Weimarer Zeit, eine Erfahrung dieser Art des Umgangs mit den Rechten. Anfang der 20er Jahre gab es die faschistischen Freikorps, die auch Liebknecht und Luxemburg umgebracht haben und viele revolutionäre Arbeiterinnen und Arbeiter. Es gab nach dem exzessiven Terror und der Ermordung des Reichsaußenministers Walter Rathenau eine Entscheidung, und das erinnert mich immer an die Position des Bundesverfassungsgerichts jetzt vom April 1923, wo der Staatsgerichtshof erklärt hat, dass das Verbot politischer Parteien nach dem Republikschutzgesetz zulässig sei. Das Republikschutzgesetz war verabschiedet worden zum Kampf gegen rechten Terror. Tatsächlich hat es in der Folge genau 3 Prozesse gegen rechts gegeben und von 1927 gibt es eine Statistik, tausende Prozesse gegen links aufgrund des Republikschutzgesetzes. Die NSDAP wurde ab 1923 von Thyssen-Stahl aktiv finanziell und ideell unterstützt. Seit 1990, der Verfassungsschutz ist nicht unabhängig von der Politik, die gemacht wird, wurde Rassismus nach meiner Überzeugung öffentlich gefördert, eben mit solchen Erklärungen wie von Herrn Zimmermann, aber auch mit dem neuen Ausländergesetz, natürlich mit dem Asylgesetz 1993, mit den Rufen, das Boot ist voll, mit den Anschlägen in Mölln, Solingen, Lübeck, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen. Nichts davon hat der Verfassungsschutz kommen sehen oder versucht, da irgendetwas zu verhindern. Er hat vor nichts gewarnt. Und nun, wo man sich überlegt, was war das denn eigentlich, dieses etwas NSU, was Ende der 90er Jahre angefangen hat und wo man mit Erstaunen öffentlich erklärt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es sowas gegeben hat. Darum sage ich, die Öffentlichkeit wird an der Nase herumgeführt. Das, was wir in den letzten Monaten erleben, an geschredderten Akten, an Heimlichtuerei, an Vorenthalten von Informationen in den Untersuchungsausschüssen, hat sicherlich einen Grund. Und man kann hoffen, aber ich glaube es im Ernst nicht, man kann nur hoffen, dass dieser Prozess, der in München vor dem Oberlandesgericht geführt wird, möglicherweise ein bisschen, zumindest von der systematisch der Vertuschung, öffentlich macht, sodass man deutlich machen kann, in welchem Staat wir leben. Susanne, ich möchte noch einmal sozusagen in der Geschichte ein bisschen zurück zu den Hintergründen dieser Bilanz, die Gabriel Heinecke gezogen hat. In einer Gesellschaft, in der sich Faschismus einmal durchgesetzt hat, kann auch nach dem Ende von Faschismus Antifaschismus zunächst nur schwach verankert sein. Und in der Bundesrepublik kam aus meiner Sicht hinzu, Antifaschismus war immer ein Gegenstand größerer Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden
und aller ideologischen Wächter, von den Kirchen bis zu den Medien. Das wäre noch zu ergänzen. Das war natürlich konsequent angesichts der eigenen Vergangenheit, auch in Kirchen, Medien, Geheimdiensten ohnehin. Und im Übrigen fängt es ja bis heute beim Begriff an. Deutschen Faschismus kennt man ja hier nicht. Es hieß und heißt Nationalsozialismus. Wohin gleichzeitig bezweckt wird, zu sagen, so interpretiere ich das, nur ein antikommunistischer, antisozialistischer Antifaschismus ist der echte. Das war und ist herrschende Ideologie, die ganz nebenbei oder nicht ganz nebenbei, sondern ganz im Gegenteil, jedem Krieg mit deutscher Beteiligung, jedem deutschen Krieg derzeit ja auch einen antifaschistischen Nimbus verleiht. Es ist ja Antifaschismus, wenn wir in Afghanistan Krieg führen und woanders. Da kann dann natürlich nur so etwas wie der NSU, eine Panne, Versagen, allerhöchstens Blindheit sein, etwas Zufälliges, nichts Notwendiges, was mit dem Wesen dieses Staates zu tun hat. Nun haben wir in den letzten 20 Jahren aber etwas Merkwürdiges beobachtet. Ungeachtet dessen, was ich jetzt geschildert habe und allem Übrigen, gibt es selbst unter denjenigen, die sich Antifaschisten nennen, nicht wenige, die dazu beitragen, dass die Ursachen für Faschismus und Neofaschismus verballhornt, verharmlost, ausgeblendet werden und der Faschismusbegriff durchlöchert wird oder vielleicht ganz zu den Akten gelegt wurde. Da gibt es offensichtlich ein Versagen auch auf der Linken. Worin siehst du die Ursachen? Ja, ich glaube, ich muss noch mal ein Wort dazu sagen, was ich so in den letzten 10 Jahren betrieben habe. Es hat mal in ganz großem Überschwang und fast schon im Siegestaumel ein bekannter Neokonservativer, der sich gern als Kommunist kamoufliert, vor seiner Entourage gesagt, er und seine Anhängerschaft seien das Abbruchunternehmen der internationalen Linken. Das wurde nicht nur gesagt, sondern in Teilen eben auch umgesetzt. Das muss man einfach konstatieren, das ist erfolgreich in diversen linken Bewegungen vollstreckt worden. Und mein Job ist es, leider, ich würde gerne was anderes tun, in den letzten 10 Jahren diese Trümmer, ja, dieses Abbruchunternehmens nach Spuren zu untersuchen und zu schauen, was ist da eigentlich passiert und warum haben diese Leute das so unglaublich leicht. Und man muss natürlich erstmal eins sagen, man darf sich keine Illusionen machen, nach 1945 ist eine wirklich konsequent antikapitalistische, antifaschistische Bewegung nicht mehr auf die Beine gekommen. Wenn man sich mal überlegt, wie inkonsequent die Klassentheorie über die Jahrzehnte verfolgt wurde, konnte man fast, das klingt jetzt fast ein bisschen höhnisch sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, dass sowas passieren musste. Aber man muss natürlich dann noch eins sehen, dieser gigantische Siegeszug des Neoliberalismus in den 80er Jahren schon in Großbritannien angefangen, vorher in den USA, dann in Deutschland, der hat Spuren hinterlassen. Viele Leute vergessen immer, dass der Neoliberalismus nicht nur radikale Deregulierung heißt, dass er nicht nur drastischer Sozialabbau heißt und gigantische Privatisierungsschübe, sondern dass er auch heißt, dass es einen Überbau gibt und dass der Neoliberalismus ganz andere Strategien hat, Ideologiekritik fast unmöglich zu machen. Und so ist es über die Jahre passiert, dass das, was Max Horkheimer Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre mal festgestellt hatte, ja, das war ein Prozess, der nicht das erste Mal historisch vonstatten gegangen ist, dass nämlich, wie er das damals genannt hat, zu der Zeit war er noch Kommunist. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht den Horkheimer vor Augen, der dann später sich mit Adenauer hat blicken lassen und den Vietnamkrieg ganz dufte fand, sondern ich meine den damals noch blühenden Kommunisten. Der hat davon gesprochen, dass diese, wie er nannte es, unterirdische Sprengmine gegen die Lügengebäude der bürgerlichen Wissenschaft
ja, dass diese Sprengmin, nämlich radikale Ideologiekritik, absorbiert werden und umgedreht werden. Und genau das hat der Neoliberalismus in den 90er Jahren wiederholt. Wir dürfen eins nicht vergessen, er hatte erstmal die Aufgabe, den Machtbereich der ökonomischen Eliten nach Leiden unter dem Keynesianismus wieder erheblich auszubauen. Und er hat dann es geschafft, die linke Bewegung vor Aufgaben zu stellen, die sie offenbar überfordert hat, nämlich seine Strategien zu durchschauen. Und diese Strategien sind einmal, dass der Neoliberalismus alte linke Begriffe, ja, traditionslinke Begriffe, konsequent hijackt. Also diese Begriffe übernimmt und ihre Bedeutung auf den Kopf stellt. Deswegen gibt es auch sowas wie Islamfaschismus und deswegen gibt es tatsächlich Situationen, wo von Antifaschismus gesprochen wird, aber fast das Gegenteil oder zumindest rechte Ideologien gemeint sind. Das ist ja tatsächlich gelungen in manchen Bereichen. Was hat die Linke gemacht? Sie hat sich vom Neoliberalismus jetzt jahrzehntelang vor sich hertreiben lassen und es gibt kaum ein Stöckchen, über das sie nicht gehüpft ist. Ich meine da schon mal die Zweieinigkeit, ja, die Zweieinigkeit von nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Diese Zweieinigkeit in Teilen der Linken aufzubrechen, ja, und in ihr Gegenteil fast zu verkehren. Also die Linke als Propagandisten eines unglaublich aggressiven Bellizismus, dem wir seit den 90er Jahren wieder begegnen. Das hat eigentlich schon Anfang der 90er angefangen. Die ersten Linken haben plötzlich diesen Golfkrieg gut gefunden. Ich habe nicht feststellen können, dass es da erhebliche Widerworte gab. Damals war eine der Speerspitzen die Zeitschrift Konkret, die das massiv vorangetrieben hat. Auch das Hamburger Institut für Sozialforschung hat sich da sehr hervorgetan, also in Person Jan-Philipp Remsmar. Ich habe nicht erlebt, dass es dort nennenswerte Gegenbewegungen gab. Dann, wir haben ja das Thema Faschismus, Antifaschismus hier, muss man sich mal ganz genau angucken, was eigentlich die Gründerväter des Neoliberalismus so über Faschismus gedacht und gesagt haben. Ich erinnere da an die Ikone Friedrich August von Hayek, ja, das berühmte Buch 1944 erschien, Der Weg zur Knechtschaft. Ja. In diesem Buch wird der Faschismus als genuiner Sozialismus beschrieben und es wird als Ursache, dass der Faschismus sich durchsetzen konnte und dann sich im Nationalsozialismus mörderisch vollstrecken konnte, die zu schwache bürgerliche Herrschaft gesehen. Also genau die umgekehrte Analyse, die Marxisten richtig gemacht haben, zum Beispiel in Person von Kühnel, Faschismus als Form bürgerlicher Herrschaft. So, man hat nicht feststellen können, als dann diese Ideen langsam in die Linke einsickerten, dass es da Gegenstrategien gab, dass das überhaupt analysiert wurde. Ganz im Gegenteil, ein Teil der deutschen Linken hat sich auf den Weg zur Knechtschaft begeben, nämlich eines neuen Antifaschismus, der von Neoliberalismus plötzlich definiert wurde. Ja. Wir haben dann, ich sagte ja gerade, ich kehre diese ganzen Trümmer auf, ich lese seit Jahren mit meinem Genossen Michael Sommer, mit dem ich diesen Artikel geschrieben habe, Antifa-Seiten. Ja, also man findet Definitionen von Faschismus plötzlich da, nur mal so ein paar Kostproben, ja. Faschismus sei vom selben Fleisch wie der Sozialismus, wenn man von einer Antifa-Gruppe lesen, nicht nur von einer. Dann
gibt es die Definition, der Nazifaschismus sei das Subalterne an der Macht. Dann gibt es, und das sagt einer, der den akademischen Marxismus wesentlich heute oder in Teilen bestimmt, nämlich Moishe Postone aus den Vereinigten Staaten, der sagt allen Ernstes, der Faschismus sei eine antikapitalistische Revolte von unten. Das ist genau das, was Friedrich August von Hayek sich nicht mal in seinen kühnsten Träumen gewünscht hat, weil das konnte er sich nicht vorstellen, dass sowas mal von Kommunisten gesagt wird. Ich könnte jetzt ohne Ende hier weiter zitieren, was Antifas heute so unter Faschismus verstehen. Ich will mal ein bisschen was auch über die Praxis sagen, was auch eigentlich relativ ohne großes Problem über die Bühne gegangen ist, dass sich 2001 die antifaschistische Aktion bundesweite Organisation, also AABO, aufgelöst hat und dann überführt wurde in ein Zeitschriftenprojekt, das Phase 2 heißt. Und da wird eigentlich genau dieser neoliberale Begriff des Antifaschismus ausgebaut und theoretisch fundiert und so weiter und so fort. Und tatsächlich, schon 2002 gab es eine freudig erregte Vollzugsmeldung von Phase 2, dass man es doch endlich geschafft hätte, den Arbeiterbewegungsmarxismus im Großen und Ganzen zu entsorgen und dass man jetzt zwar noch so ein paar Altlasten des revolutionären Antifaschismus finden würde, aber damit würde man dann schon noch fertig werden. Und man hätte im Großen und Ganzen die antikapitalistischen Blödsinn, hätte man dem Antifas Gott sei Dank ausgetrieben. Also nur mal so. Das sind Entwicklungen, die sind meines Erachtens nicht wirklich massiv angegangen worden. Nicht mal in der VVN-BDA, immerhin jemand, der dort in dem, nicht nur im Bundesausschuss sitzt, sondern auch Redakteur des Organs der VVN-BDA-Zeitung ist, der sagt, dass auf keinen Fall das Engagement der Antifaschisten dazu führen darf, die bürgerliche Herrschaft, den Faschismus als bürgerliche Herrschaft zu bekämpfen und so weiter und so fort. Und was man eben beobachten kann, ich habe eben schon gesagt, ja, antikapitalistische Revolte von unten, das sind Vokabeln, die sich immer mehr durchsetzen, das Subalterne an der Macht. Wir finden inzwischen eine Situation vor in den Diskursen, dass es eine, ja, wirklich fast, ja, kann man sagen, welthistorische Umschuldung von oben nach unten gibt. So Aussagen wie von dem Historiker Götz Ali, ja, dass man, um Auschwitz zu verstehen, endlich mal die Namen Krupp und Flick vergessen soll, sondern dass man lieber auf die Arbeiter gucken soll, was die damals gemacht haben, die Unterklassen. Das findet sich eben in der Antifa-Politik doch leider in Teilen wieder. Ja. Und dann kommt man dann zu Aussagen, dass der NSU ein originäres Erbe der DDR sei, beispielsweise. Kann man in der Jungle World nachlesen, solche Aussagen. Ich habe jetzt ein paar Zitate, die ich gerne noch bringen wollte, übersprungen, weil ich noch mal etwas darüber sagen möchte, dass, und da bin ich auch gleich am Ende, dass wir auch eine Situation haben, dass die historisch spezifische Erscheinungsform des Faschismus im Neoliberalismus meines Erachtens viel zu wenig analysiert und diskutiert wurde. Es gab 1980 eine Neuerscheinung in den Vereinigten Staaten, die leider bis heute nie übersetzt wurde. Die stammte von einem US-amerikanischen Soziologen, der hat sein Buch genannt Friendly Fascism. Freundlicher Faschismus. Er hat das Buch rausgebracht in dem Jahr, als Ronald Reagan an die Macht kam und den Neoliberalismus angefangen hat, in der westlichen Welt brutal umzusetzen. Und Bertrand Ross, so, das ist der Autor dieses Buches, hat davor gewarnt, was passieren wird in den nächsten
20 Jahren. Und ich muss sagen, fast alles, was in diesem Buch steht, ist passiert. Er hat gesagt, der neue Faschismus kommt eben mit einem Lächeln daher. Da gibt es Kreditkarten, da gibt es eine multikulturelle Gesellschaft und da gibt es sogar Apfeltorte. Vor allen Dingen gibt es aber dort eine hohe Konzentration von Big Government und Big Business. Und liebe Leute, ja, wir haben diese hohe Konzentration in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft. Ja. Wenn man sich mal überlegt, und das finden wir ja offenbar alles schon völlig normal, dass inzwischen Unternehmensberatungsfirmen, Rechtsanwälte und Finanzdienstleister für die Bundesregierung, der Bundesregierung nicht nur die Gesetzesentwürfe diktiert, sondern sie gleich schon mal selber schreibt, damit auch alles so sitzt, wie man es haben will. Ich meine, 2009 sind 16 Gesetzesentwürfe von Firmen wie Freshfields, ja, Finanzmarktstabilisierungsgesetz, das finden wir eigentlich alles schon ganz normal. Das nehmen wir alles so hin, dass diese Konzentration läuft. Und dann ist es natürlich kein Wunder, und da komme ich jetzt zum Schluss, ich verspreche es, dass dann völlig ungeniert, ja, in Hamburg auf einer Konferenz der Zeitschrift oder der Wochenzeitung Die Zeit darüber sinniert wird, ja, auf einer Sicherheitskonferenz, wo hohen Militärs, der Ex-Verteidigungsminister Scharping und so weiter teilnehmen und gesagt haben, wie können wir es eigentlich mal machen, dass wir endlich dieses Grundgesetz, das immer noch unglaublich nervige Bestandteile hat, anpassen können an die Bedürfnisse der neuen Kriege und der Rüstungsindustrie. Ich denke, das sagt schon mal aus, dass da eigentlich die Signale auf dunkelgelb stehen sollten. Ja. Was du gesagt hast zu dem Zusammenhang von Neoliberalismus und dieser Art von Evolution, regressiver Evolution, muss man ja eigentlich sagen, hat mich sehr an das erinnert, was Hernando Ospina und dann auch Ignacio Ramonet vorhin hier erwähnt haben, als sie darauf hinwiesen, dass eben mit Reagan, also mit dem sozusagen Durchsetzen des Neoliberalismus in der Politik und in der Ökonomie natürlich, auch der richtige terroristische Krieg in Kolumbien zum Beispiel seinen richtigen Schwung erhielt und auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, aber das nur nebenbei. An Sandra möchte ich jetzt eine Frage richten, also nach sozusagen, es ging um die Geschichte des Sicherheitsapparates der Bundesrepublik, es ging um ideologische Fragen. Es gibt ja noch einen juristischen Hintergrund, auf dem sich das alles abspielt. Wir haben ja in dieser Woche was ganz Überraschendes erlebt. Das Münchner Oberlandesgericht veröffentlicht einen Beschluss, der lautet, die Neonazi-Zelle NSU existiert nicht. Per Dekret sozusagen. Man hätte ja erwarten können, man lässt sich noch ein bisschen Zeit und stellt das vielleicht in einem ordentlichen Gerichtsverfahren fest, aber darauf verzichtet man. In der deutschen Justiz kann man daraus nur sagen, gelten also auch ganz offen längst doppelte Standards im Umgang mit Beschuldigten. Das ist nicht so ganz neu. Der Paragraph 129a, Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung, wurde bei seiner Einführung 1976 als Lex Raff bezeichnet. Es gibt nicht wenige Juristen, die in ihm einen Gummiparagraphen sehen, der verfassungswidrig ist. Ich erinnere daran zum Beispiel, dass einer unserer Gäste heute, der André Holm, auf Grundlage dieses Paragraphen nur weil er Gentrifizierung irgendwo gesagt hatte, in einem abgehörten Gespräch mehrere Monate schon einfach in Haft genommen wurde. Ansonsten wurde das Verfahren eingestellt, aber man hatte sehr viel inzwischen in seinen Akten und in seinen Daten erfasst, weil das ermöglicht dann ja das Ermittlungsverfahren auf Grundlage dieses Paragraphen. Ähnlich ist es übrigens einer
junge Weltkorrespondentin im selben Jahr passiert. Heike Schrader, unsere Korrespondentin in Athen, wurde mit demselben Vorwurf 129a festgenommen, mit ähnlichem Ausgang. Und zahlreiche andere Fälle mehr. Ich will nur daran erinnern, zur Illustration. Gleiches gilt für den Paragraphen 129b, mit dem sich Sandra und ihre Initiative ja auseinandersetzen, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Auch er richtet sich ausschließlich der Erfahrung nach gegen linke und antifaschistische Exilorganisationen. Ich habe noch nie gemerkt, dass die Rauen Wölfe zu einer besonderen Verfolgung unterliegen, ganz im Gegenteil. Also Exilorganisationen, die sich gegen Rassismus in Europa wehren, die auf die Situation in ihrem jeweiligen Land aufmerksam machen. Also Beate Schäpe wurde aus der Haft über 100 Kilometer zu ihrer Großmutter gefahren, weil sie als Frau nicht isoliert werden sollte, weil die Begründung an befürchtete Gesundheitsschäden. Wie sieht im Vergleich dazu der Umgang zum Beispiel eben mit ausländischen Gefangenen aus? Konkret. Ja, einen schönen Abend erstmal. Ja, hierzu möchte ich mal so kurz zum Hintergrund von 129b, weil wir speziell über diesen Paragraphen jetzt heute sprechen möchten. Die Geschichte von 129 und von Antiterrorgesetzen hat eigentlich schon eine 200-jährige Geschichte, kann man sagen, hier in Deutschland. Es hat Sozialistinnen-Gesetze gegeben aus der Zeit der Weimarer Republik oder zum Schutz der Republik eben oder Sozialistengesetze. Antiterrorgesetze sind dann eben später sozusagen ebenfalls natürlich mit dem gleichen Ziel. Das Ziel ist natürlich der proletarische Aufstand, die Linke, die Revolutionäre zu bekämpfen von Seiten der Bourgeoisie. Also ein Mittel zur Unterdrückung der Klasse. Und der 129b ist dann später, also nach diesem 11. September in den USA, hier auch in Deutschland an die Tagesordnung gekommen, ist auch sehr vieles von dem Patriot Act, das in den USA gekommen ist, auch übernommen worden, inhaltlich. Er ist erweitert worden, er wird ständig immer wieder also erweitert. Das wird ja auch dann schon über den 129c diskutiert, wo man überhaupt den Gedanken an eine eventuelle Planung einer Tat überhaupt schon mal nachverfolgen will. Und das heißt so viel wie eine derartig präventive Politik, dass man eigentlich schon Gedanken im Vorfeld, um die zu verhindern, sämtliche außerhalb des juristischen Bereiches Menschen verfolgt, beobachtet, Maßnahmen ergreift ohne jegliche richterliche Befugnis und so weiter und extrem in den privaten Bereich geht und Meinung einschränkt, Freiheiten einschränkt, von dem ja so viel hier immer in den europäischen Staaten propagiert wird. 129b hier in Deutschland ist dann, wie gesagt, auch ja, in dieser Zeit, wo es dann diese imperialistischen Kriege Irak, Afghanistan an der Tagesordnung stand, als eine Art Ablenkung von diesen Kriegen und von der Teilnahme auch an den Kriegen von europäischer Seite gekommen. Nämlich diese Kriege zu kritisieren, zu verurteilen und so weiter, gegen jeglichen Widerstand hier dann auch vorgehen zu können mit diesen Gesetzen, mit diesen Repressionsgesetzen und sich einschüchtern. Das ist eben das Hauptziel eigentlich. Dieses Paragraphen, wenn wir hier von 129b sprechen, dann wurde hier seit seinem Einsatz so gegen ungefähr 12 oder knapp 20 migrantische Linke wurden hier mit diesem Paragraphen angeklagt und auch verurteilt. Mehr als die Hälfte davon ist hier, muss man sagen, von der marxistisch-leninistischen Organisation DHKPC aus der Türkei. Während auch Prozesse gegen die Tamilen aus Sri Lanka eingeleitet worden waren und jetzt in letzter Zeit auch gegen Mitglieder, mutmaßliche Mitglieder von der PKK, gibt es auch jetzt also diese Prozesse zu 129b. Und die verlaufen nicht. Also die Menschen, die unter 129b angeklagt werden, die werden lange Zeit verfolgt, beobachtet, beschattet. Auch meistens von den Verfassungsschützern, die heute hier so oft angesprochen worden, also angesprochen wird, was das Thema ist, ohne konkrete Beweise, also in enger Kooperation mit der Türkei zum Beispiel, hat das in diesem Verfahren, die ich auch selbst sehr eng verfolgt habe,
wurden Menschen angeklagt, die sich hier demokratisch betätigen, die sich sehr wohl organisieren. Ich sage nicht hier, diese Personen, die hier angeklagt sind, sind völlige unpolitische Menschen, die überhaupt nichts zu tun haben mit dem linken Kampf, mit dem demokratischen Kampf. Nein, im Gegenteil, das sind Menschen, die haben sich hier gegen den Rassismus, gegen die Nazi-Strukturen, gegen die Organisierung der Nazis, gegenüber Migrantinnen, mit Gewalt und mit brutalen, also mit den Morden, die wir hier kennen, von denen vor allem diese 10 Morde an diesen türkischen Menschen und auch an den Griechen bekannt geworden sind, eingesetzt haben, gegen Hartz IV eingesetzt haben und vor allem auch die Situation in ihrem Land, also die faschistische Politik, die Repressionspolitik in ihrem Land angeprangert haben und auch versucht haben, hier auf legalen Wege diese zu unterstützen, auch indem sie die Gefangenen, die politischen Gefangenen unterstützen, indem sie hier Informationsveranstaltungen, Konzerte abgehalten haben. Das wird auch im ganzen Wesentlichen den Menschen vorgeworfen. Und was ist als Berichte vom Verfassungsschutz waren hier maßgebend, beziehungsweise auch Dokumente, die direkt von der Türkei, von Geheimdienstexperten, von Geheimdiensten und zum Teil auch von Polizeichefs, die der Folter in diesem Moment, in dem die Verfahren hier geführt wurden, angeklagt gewesen sind wegen Folter, die wurden ebenfalls diesem Gericht zugelassen. Das wurde natürlich später dann massiv von der Rechtsanwaltschaft angeklagt und man konnte es so weit zurückdrängen. Jedenfalls ist das ausreichend für eine Person hier, um angeklagt, beschuldigt zu werden und in diesem Prozess auch in einem Zeitraum von 1,5 Jahren ohne überhaupt Gerichtsverhandlungen zu beginnen, so lange in Haft auch bleiben zu können. Also es sind massive Einschnitte. Da gibt es sogar zwischen 129a und 120b nochmal den Unterschied einer ausländischen terroristischen Organisation, der in Deutschland ist, und weil es ja auch den 129b gibt, eine ausländische terroristische Organisation. Und es muss überhaupt nicht die geringste Straftat von der Person, die angeklagt wird hier in Deutschland, überhaupt stattgefunden haben. Es liegt auch nicht sozusagen in der Hand über diese Personen. Es reicht nur, dass sie angeblich eine Organisation unterstützen, die im Ausland aktiv ist. Und somit kann es eigentlich jegliche Solidaritätsarbeit hier so passieren, dass man, wenn man irgendeine Sache unterstützt, die in diesem Land, so wie der Türkei zum Beispiel, als unter Repression steht, die als terroristisch eingestuft wird, auch hier automatisch eingestuft wird. Das heißt, ich unterstütze die Gefangenen dort und jetzt kann es mir genauso passieren, dass ich hier in diesem Land ebenso dieses Paragraphen angeklagt werde. Sie haben auch die Heike Schrader erwähnt hier. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat Menschenrechtsarbeit gemacht. Hier in Deutschland hat Menschenrechtsverletzungen hier aufgezeigt, hat diese auch dokumentiert, Übersetzungen gemacht und selbst das wurde hier unter diesen Paragraphen geahndet. Ja, ein paar Beispiele ist Nurhan Erdem. Nurhan Erdem sitzt in Köln, in der JVA Köln. Also sie sitzt im selben Knast wie Cepe. Ja? Bei ihr wurde niemals irgendwie nur auch erwähnt, dass sie nicht unter Isolationshaft bleiben könnte, weil sie eine Frau ist oder weil sie eine Gesundheitsschädigung ist. Im Gegenteil, es wurde häufigst angeklagt während den Gerichtsverhandlungen, bei der sie auch völlig abgeschottet wurde, wo nicht einmal die Anwälte direkt neben ihr sitzen konnten, sondern sogar diese durch eine Trennscheibe, durch die Löcher der Trennscheibe mit ihr während des Gerichts reden konnte. Die Zuschauerinnen, die ebenfalls als alles potenzielle Sympathisantinnen angesehen werden in diesen Prozessen, wo das auch direkt ständig von der, vom Staatsanwalt oder von der Richterschaft ständig erwähnt wird, dass das ja alles nur Organisationsmitglieder seien, weil sie sich in irgendeiner Form solidarisch bekunden oder irgendeinen Protest ausrufen, weil es jetzt irgendwie sehr hart und schroff zugeht und während der Verhandlung. Also so sieht es aus da drinnen und es wurde niemals irgendwie gesagt, dass sie nicht in Isolation bleiben kann. Dazu wurde sie von ihrem Vater bis vor einem Jahr, sie sitzt jetzt schon mehr als 4 Jahre, kein einziges Mal besucht. Sie durfte nicht von ihrem Vater besucht werden, weil der ebenfalls eine Vergangenheit gehabt hätte, eine politische von langer, langer Zeit. Und das könnte auch ebenfalls beeinträchtigen in diesem Prozess. Von ihrem Ehegatten gar nicht zu sprechen, er durfte sie kein einziges Mal sehen, er darf sie auch nicht sehen, weil er ebenfalls politisch aktiv ist, gilt für die Behörden als Organisationsmitglied. Auch Briefe werden ständig zensiert, also es ist hier von einer totalen Isolation zu sprechen. Ebenfalls im Fall der anderen Angeklagten und Gefangenen, also es gibt jetzt fast sechs dieser politischen Gefangenen aus der Türkei,
in diesem Zusammenhang angeklagt werden. Und ich kann jetzt nicht genau sagen von den Kurdischen, wie viele jetzt in Haft sind von den 12, die angeklagt werden in diesem Prozess. Jedenfalls sieht es so aus, dass man jahrelang hier, also wir sind auch alle bis zu 6 Jahren Haft, wegen Mitgliedschaft, Führerschaft und so weiter, erhalten. Auf jeden Fall Briefkommunikationserschwerungen, Repression und, wie gesagt, Besuchsbehinderungen, während Schäfe zum Beispiel keinerlei diese Repression ausgesetzt wird. Ich habe ja dieses Beispiel genannt, also doppelter Standard ist da ein Euphemismus, würde ich sagen. Das ist einfach was ganz anderes. Vielen Dank. Patrick, in der jungen Welt hast du formuliert, der bürgerliche Staat stelle einen permanenten Widerspruch dar. Einerseits hat er seinen Klassenauftrag, andererseits versucht er zu vermitteln, dass er quasi neutral über diesem Auftrag steht. Und es gibt Institutionen und Personen, die für diesen Spagat stehen. Manche meinen es sogar ehrlich und handeln entsprechend. Deshalb ist es gut und wichtig, an diesem Widerspruch anzusetzen. Ist das ein politisches Konzept? Weil gleichzeitig waren Sie ja vor Illusionen. Tatsächlich ist es nun so, deine Partei, die DKP, wird von Sicherheit, von den eben Wächtern, von denen ich vorhin gesprochen habe, auf allen möglichen Wegen mit dem Neofaschismus gleichgesetzt. Ohnehin, das ist sozusagen Standard. Und was heißt das gerade unter diesem Blickwinkel für die Auseinandersetzung mit Neofaschismus, NSU, wenn so etwas auftaucht? Das heißt eben, dessen Forderung durch den Staat, durch Verfassungsschutz, wenn das offen zutage tritt. Wie kann man sich da als Kommunist, als einer verfolgten Partei, muss man so sagen, dann eigentlich positionieren? Naja, das Motto ist ja, der Feind steht links. Und ich möchte dazu sagen, da haben Sie doch hoffentlich recht. Weil ich erkläre das ganz deutlich, natürlich, ich bin ein hoffentlich möglichst unversöhnlicher Feind des Kapitalismus. Insofern, du hast darauf hingewiesen, auf diese nette Meldung in der Essener Lokalpresse als Rekordhalter mit diesen 5 Meldungen im Verfassungsschutzbericht. Ich betrachte zumindest ein Stück weit auch immer so, jetzt kann man sagen, die DKP ist klein und popelig, aber offensichtlich schätzen die Herrschenden das zumindest ein Stück weit anders ein. Da mag jetzt manchmal auch Arbeitsplatzsicherung noch eine Rolle spielen, aber zumindest sie halten es für nötig, uns zu beobachten. Und das kommt ja nicht daher, dass wir ein Feind von Grundrechten wären. Also ich glaube, der Satz von Max Reimann bei der Verabschiedung des Grundgesetzes hat heute noch eine wichtige Rolle. Er sagte ja damals, wir lehnen dieses Grundgesetz ab, weil es die Spaltungsurkunde Deutschlands ist, aber wir werden zu den Ersten gehören, die die Grundrechte dieses Grundgesetzes gegen die, die es heute beschließen, verteidigen werden. Nicht aus Pathetik gesagt, sondern er hat das gesagt in der Analyse dessen, dass hier in dieser BRD leider seit 1990 auch auf einem größeren Gebiet ein Kapitalismus restauriert wird und damit der Staat, den er bildet, eine zentrale Aufgabe hat, nämlich die Macht-, Eigentums- und Gesellschaftsverhältnisse dieses Kapitalismus zu verteidigen. Und logischerweise, wenn der Staat diese Aufgabe hat, und ich glaube, er hat die immer noch, zeigt uns ja eigentlich auch dauernd, dass er die hat, ja, dann ist es natürlich logisch, dass der Feind links steht. Weil rechts, das ist ja nicht nur was irgendwie Unschönes,
sondern das ist letzten Endes immer seine Ultima Ratio, wenn es um die Machterhaltung der kapitalistischen Macht- und Gesellschaftsverhältnisse geht. Und es ist auch unter bürgerlich-demokratischen Verhältnissen ein Mittel zur Spaltung der Arbeiterbewegung, der Arbeiterklasse, ein Mittel zum Umorientieren der Arbeiterbewegung auf angebliche Feinde oder heute ein Mittel zur Bekämpfung des notwendigen Internationalismus. Wenn ich nur an zum Beispiel diese Scheißlosungen von "Wir zahlen für die Griechen" denke, was ja noch keine faschistische Losung ist, aber die natürlich letzten Endes auch eine Grundlage legt, um faschistisches Gedankengut im Sinne von "Wir haben eine einheitliche Identität oder ein gemeinsames Interesse mit den Herrschenden dieses deutschen Imperialismus" zu legen. Und insofern, glaube ich, ist eine entscheidende Frage, und die kam mir noch ein bisschen zu kurz in dieser Diskussion: Man kann die Klassenfrage nicht von der Faschismusfrage lösen. Und wer das tut, wird gewollt oder ungewollt sowohl der Stabilisierung des Kapitalismus dienen, als letzten Endes auch zumindest Gefahr laufen, nicht genügend gegen Faschismus zu tun. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich die bürgerliche Demokratie damit geringschätzen will. Sie ist sicherlich eine der humansten Formen, mit denen der Kapitalismus seine Macht ausübt. Und dass er anders kann, das wissen wir. Und natürlich sind die humansten Formen auch gut, um die Kämpfe zu führen. Aber wenn wir aufgrund der bürgerlichen Demokratie das tun, was er ja will, nämlich abzulenken von den tatsächlichen Macht- und Gesellschaftsverhältnissen, dann gehen wir in die Irre. Und das merken wir doch oft auch im Konkreten. Also ich weiß nicht, ob es euch auch schon oft so ging, aber an manchem Infostand passierte es mir: Du bist in einer Diskussion mit Menschen und du denkst, meine Güte, boah, da sind wir uns aber weitgehend einig, da geht es gegen Kapital, gegen Kapitalisten. Und in derselben Diskussion kommt dann irgendwann der pure Rassismus um die Ecke geschlichen. Aber die Ausländer oder heute die Griechen oder die Portugiesen oder was weiß man nicht, was immer. Und wenn es uns da nicht gelingt, bei diesen Menschen tatsächlich zu verankern, dass es die Klassenfrage und keine andere ist, dann lassen wir diese Ambivalenz in ihrem Bewusstsein zu. Und diese Ambivalenz heißt so einmal, er kann erkennen, dass es um die Klassenfrage geht. Es heißt aber auch die andere Frage, er kann auch morgen zu denen gehören, der den Rassisten und Faschisten hinterherläuft. Wir an diesen Widerspruch ansetzen. Das heißt, wir müssen natürlich die bürgerliche Demokratie verteidigen, aber wir sollten dabei auch nicht vergessen, dass die sich ja auch schon verändert hat. Wenn ich nehme seit der Beschlussfassung des Grundgesetzes und diesem Zitat von Max Reimann, allein die Notstandsgesetze, die Einführung der Wehrpflicht, die Abschaffung des Asylrechts oder aktuell die Schuldenbremse, natürlich bin ich da für diese neuen Bestandteile der Verfassung durchaus ja auch, da bin ich halt auch ein Verfassungsfeind. Weil ich bin feindlich gegen diese neuen Durchlöcherungen dieser ursprünglich mal durchaus sehr demokratischen Verfassung. Und trotzdem gab es immer den Widerspruch zwischen dem, was da in dem Papier stand und dem, was die Realität ist. Aber dieser Widerspruch liegt aus meiner Sicht begründet in der Funktion des bürgerlichen Staates, die bestehenden Macht- und Gesellschaftsverhältnisse zu verteidigen. Und deswegen müssen Linke meines Erachtens den Kampf gegen Faschismus natürlich immer auch verbinden, ja, mit dem Kampf gegen die herrschenden Verhältnisse. Und deswegen möchte ich vielleicht enden mit: Der Feind steht links. Ja, hoffentlich. Und hoffentlich wird der Feind stärker.
vieles, glaube ich, von dem, was ich in der Entwicklung der Bundesrepublik, ihres Staatsapparates, in der Entwicklung ihrer Justiz abgesplittert, was hier skizziert worden ist, hat ja meines Erachtens auch mit präventiver Aufstandsbekämpfung zu tun. Und ich denke, darüber müsste man dann vielleicht nochmal etwas näher sprechen. Aber ich will zunächst Bodo Ramelow bitten, zu einem anderen Thema noch zu sprechen. Ihn betrifft es ja nun wirklich das, worüber wir hier gesprochen haben, direkt. In deinem Artikel in der Jungen Welt vom Mittwoch, Experimentierfeld Thüringen, heißt es, der NSU war ein Netzwerk eingebettet in ein braunes Umfeld. Er war stets embedded, nicht zuletzt beim Verfassungsschutz Thüringens. Und nun würde ich sagen, das eine ist diese institutionelle staatliche Unterstützung von Neonazis. Siehe nun Fall Trinkhaus, ein offensichtlich noch über das bisher bekannte Maß hinausgehender Fall. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Bundeskriminalamt selber hat 1997 dem Bundesverfassungsschutz vorgeworfen, wegen dessen Hilfe beim Aufbau von Neonazi-Strukturen, es habe einen Brandstifter-Effekt. Also das sagt das BKA selber, allerdings offensichtlich ohne Konsequenzen rauszuziehen. Das ist das eine. Und das andere ist so etwas wie die innenpolitische Staatsräson dieser Republik, auf deren Grundlage das stattfindet. Du hast den langjährigen Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Wolfgang Nossen, zitiert, der, ich verkürze das jetzt mal, gesagt hat, der Feind steht links, rechts ist bucklige Verwandtschaft. Das scheint mir die Lage gut zusammenzufassen. Hast du irgendein Anzeichen dafür, dass ich habe vorhin von Schock gesprochen, kurzzeitig offensichtlich zumindest Ende 2011 nach dem Bekanntwerden des NSU, hat sich daran irgendwas geändert? Was kann überhaupt aus deiner Sicht geändert werden an dieser Haltung? Und welche Ziele kann man sich da eigentlich stellen? Ja, ich würde gerne das Zitat von Wolfgang Knossen doch nochmal präzisieren. Er hat gesagt, der Feind steht links und deshalb wird er seit Gründung der Republik bekämpft. Und die bucklige Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, mit der muss man halt irgendwie umgehen. Und damit hat er eine ganz bittere Erkenntnis aus Thüringer Verhältnissen nochmal beschrieben. Als HBV-Vorsitzender 10 Jahre lang in Thüringen habe ich erleben müssen, dass meinem Stellvertreter Angelo Lucifero die Bremsschläuche durchgeschnitten wurden. Wir haben zusammen in einem Hochhaus gewohnt. Wir haben unangenehmen Besuch von Nazis bekommen. Unsere HBV-Geschäftsstelle, da hat der Keller gebrannt. Die Polizei kam und es wurde festgestellt, das werden wohl Kinder gewesen sein, denen eine Kerze rausgefallen ist. Und dann haben wir einen Einbrecher auf frischer Tat in unserem Büro erwischt, den er mit Ding festgemacht, der Polizei übergeben und er hatte ausschließlich meinen Notizkalender gestohlen. Also er hatte nicht die Bürokasse geklaut, nicht die Portokasse, nicht die Wertgegenstände, die dort waren, aber meinen Notizkalender. Es ist ja noch nicht die Zeit von iPhone, sondern da habe ich ja noch akkurat alle Adressen und Telefonnummern eingetragen. Und wir kriegen die Rückmeldung von der Polizei, dass der eine Täter schon als Rechtsextremer in der Datei drin ist. Hinterher passiert gar nichts. Es wird nicht mal eine Verurteilung, es wird nicht mal ein Verfahren eröffnet, weil es sei ein ganz normaler Bürodiebstahl und das müsste man mal bei jungen Leuten irgendwie so durchgehen lassen. Die Krönung war nach dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge, habe ich in den Medien in Thüringen aufgerufen, zur Synagoge zu kommen, damit wir gemeinsam deutlich machen, wir beschützen alle zusammen diese Synagoge. Sie gehört nicht zu irgendeiner ausländischen Institution, sondern sie ist Teil unserer Gesellschaft. Und deshalb erwarten wir, dass alle dorthin kommen, um zusammen deutlich zu machen, diese Synagoge gehört zu uns. Zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung war, die CDU kam nicht. Bernhard Vogel war damals der CDU-Vorsitzende. Erst als die Thüringische Landeszeitung das skandalisiert hat, haben sie dann die ortsansässigen, direkt gewählten Abgeordneten hindelegiert, damit es nicht ganz peinlich wird. Und bei der Menschenkette haben sie ja mitgemacht. Anschließend kam der zweite Teil. Gegen mich wurde ein Mordaufruf gestartet. Der war auch abgespeichert. Es war der gleiche Täter. Für diesen zweiten Teil
des Mordaufrufs gegen mich ist der Täter nicht einmal belangt worden. Deswegen diese Einordnung, wenn wir über das reden, sage ich, nein, wir haben uns nie gewundert. Ich wundere mich im Moment über alle, die sich wundern. Weil da Arnold Schölze möchte widersprechen in der Bewertung von dem, was das OLG in München gemacht hat. Gibt es den NSU noch oder gibt es ihn nicht? Vielleicht hat es ihn nie gegeben. Weil geht der Tag tiefer, nämlich der Thüringer Heimatschutz, aus dem der NSU entstanden ist, oder das, was man jetzt NSU nennt. Dieser Thüringer Heimatschutz ist aufgebaut worden von bezahlten Spitzeln, Nazis, die staatlich gepampert worden sind, also hauptamtliche Nazis, die mit Steuergeldern finanziert worden sind, mit dem Auftrag, so etwas aufzubauen. Und diese Institutionen haben die Inszenierung, von der ihr jetzt alle geredet habt. Links gleich rechts, das war die Staatsdoktrin in Thüringen von Bernhard Vogel entwickelt, von Althaus weitergemacht, und in Sachsen wird sie heute noch tagtäglich so präsentiert, oder in Sachsen-Anhalt heute hat man das Gefühl bei der Polizei wieder so gehabt. Links gleich rechts führt doch dazu, links zu delegitimieren und rechts zu verharmlosen. Und in der Mitte steht die gute Mitte, die sich mit dem Landesamt, des Verfassungsschutzes oder den Geheimdiensten Instrumente schaffen, um Gefahrenabwehr zu betreiben. Und dann schauen wir nach. Gefahrenabwehr heißt, dass hier wieder 10 sitzen, die mitschreiben, was wir so alles tun. Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Akten. Seid also freundlich. Und die zweite Geschichte ist doch, dass bei den Nazis, du sagst, die werden nicht überwacht. Nein, sie sind ja gefördert worden. Thomas Dienel ist bezahlter Spitze gewesen. Der hat die Flugblätter redigiert bekommen, die gegen Angelo in Erfurt verteilt worden sind. Die sind vom Landesamt redigiert worden, geschrieben worden, staatlich finanziert worden, als Schmutzkampagne gegen den stellvertretenden Landesvorsitzenden der HBV in jeden Briefkasten gelangt. Damit ist hinterher Angelo im Landesverfassungsschutzbericht erwähnt worden. Mit dieser Erwähnung ist er anschließend nicht in einen Posten der Hessischen Landesbank berufen worden, der uns zugestanden hätte. Weil er sei ja ein Verfassungsfeind. Und wer dann noch Illusionen von Innenminister hat, der damalige Innenminister war Richard Debs, SPD. Deswegen habe ich mich da auch immer gewundert, wie man ihn eingeordnet hat. Wir haben die zwei großen Saalfeld-Demonstrationen gehabt. Die zweite, da sind die aus Berlin anreisenden Antifas mit Hubschraubern abgefangen worden. Und Richard Debs war wie der große Feldherr, der dafür gesorgt hat, dass die Nazis einerseits dort aufmarschiert sind und andererseits, dass es keine Solidarität im Widerstand gegen Nazis gab. Das waren die 90er Jahre, in denen sind Mundlos, Schäfer und Bönhardt auf den Weg gebracht worden. Und vieles davon ist heute sehr unklar. Wir versuchen in den Untersuchungsausschüssen zumindest die Widersprüche mal aufzuarbeiten. Also, da gibt es im Schäferbericht die Stelle, die könnt ihr nachlesen. Da schreibt ein sächsischer Nazi an einen Brandenburger Nazi, wo bleibt der Bums? Meint, wo bleiben die Waffen? Schäfer erwähnt, dass dieser Handy ein Handy des Innenministeriums von Brandenburg ist. Und heute wissen wir aus den Arbeiten in den Untersuchungsausschüssen, der saß zu diesem Zeitpunkt im Knast und zu seinen Naziterminen hat ihn sein Vormannführer rausgeholt und hat ihn zu den Naziterminen zum Kontakt gebracht. Entschuldigung, das sind nur so Beispiele. Tino Brandt erzählt heute völlig ungeschützt, die Störaktionen gegen die PDS wurden mit meinem Vormannführer besprochen. Also gegen die im Parlament vertretene einzige Opposition. Wir waren ja über lange Jahre im Thüringer Landtag die einzige Opposition. Das wurde mit dem Landesamt abgesprochen. Trinkhaus, den du erwähnt hast, ist jetzt nur die Krönung. Der hat 3 Abgeordnete von uns mit strafrechtlich relevanten und persönlichen und zivilrechtlich relevanten Tatbeständen überschüttet. Sexuelle Nötigung, Übergriff und andere Sachen hat er einfach den Abgeordneten zugeordnet. In einer Zeit, in der er staatlich bezahlter V-Mann war. Und heute will niemand dafür verantwortlich sein. Die 3 Kollegen haben sich mit unserer Solidarität erfolgreich dagegen gewehrt. Aber den Tatbestand, dass man so linke Verfassungsfeinde erzeugt und die Kriminalisierung von links systematisch mit Hilfe von rechts betreibt, das lässt sich zumindest akribisch in Thüringen mittlerweile deutlich dokumentieren. Und ich sage, da lässt es sich nur dokumentieren. Und es gilt für ganz Deutschland. Deswegen kann die einzigste Konsequenz nur sein, weiterhin das Geheime in den Geheimdiensten
diese Form von Geheimdiensten zu bekämpfen. Also mit solchen Geheimdiensten und mit Geheimdiensten gar keinen Frieden zu machen. Deswegen haben wir auch konsequent im Landtag immer wieder vorgelegt, ein Gesetz zur Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz. Wieder die Änderungsanträge vorgeschlagen, sämtliches Geld zu entziehen und in ein Dokumentationszentrum gegen Rechts und für Demokratie die Finanzierung deutlich auszuweiten und das Landesprogramm in Thüringen endlich als Landesprogramm gegen Rechts zu bezeichnen und damit Allianzen bis in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft schmieden zu können, um gegen Nazis vorgehen zu können. Weil die entscheidende Frage: Was hat sich verändert, seitdem die Lieberknecht Ministerpräsidentin ist? Ich bin ihr politisch fern genug und muss ihr nichts gutreden, aber bei Anti-Nazi-Kundgebung ist die mit dabei gewesen. Und die Polizei hat uns zumindest nach dem auf der Teufelstal-Raststätte der hessische Genosse fast totgeschlagen worden ist. Und der damalige Innenminister der CDU gesagt hat, er könnte ja nicht alle Raststätten bewachen. Danach sind alle Busse, die durch Thüringen gefahren sind, und von denen wir wussten und die Hilfe und Unterstützung brauchten, beschützt worden. Also es gibt schon eine gewisse Veränderung und die Peinlichkeit ist Ihnen eben hoch 10, dass Sie mit der Hand in der Kasse erwischt worden sind. Es gibt zwei Wahlkampfbroschüren 1999 im Landtagswahlkampf, wo die Geheimdienstakten von mir direkt für CDU-Wahlkampfmaterial von Patrick Moreau aufbereitet worden sind, diesem Obergauner, der unter drei Aliasnamen immer wieder für Hans-Seidel-Stiftung und Konrad-Adenauer-Stiftung die Pamphlete gegen PDS und gegen Linke und linke Gewerkschafter geschrieben hat, um immer wieder diese Hasslitanei gegen Links zu machen. Also Jesse und Co. lassen grüßen und damit hängt ja diese Extremismusklausel zusammen. Damit hängt ja diese unsägliche Ausschnüpplung zusammen und da ist ja in NRW jetzt gerade passiert, dass man dann einer Antifa-Organisation, einer Frauenorganisation die Gemeinnützigkeit entzieht mit dem Eintrag im Verfassungsschutzbericht. Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass man mit dieser Methode, links ist gleich rechts und wir sind die gute Mitte, versucht den Antifaschismus tatsächlich komplett auch wegzukillen und wegzuknallen. Und deswegen glaube ich, müssen wir einerseits in den Untersuchungsausschüssen weiter aufklären, was wir aufklären können. Wir reden aber von Geheimdiensten. Das heißt, wir reden ständig von gefälschten und verfälschten oder verschwunden oder anderen Akten. Trotzdem ist es gelungen, mittlerweile so jemand wie Trinkaus oder Brandt oder Dienel nach außen öffentlich erkennbar zu machen. Plötzlich ist es gelungen, in Thüringen eine Debatte zumindest im Landtag zu bekommen, wo wir nicht mehr ganz alleine stehen, dieses Landesamt aufzulösen. Das heißt noch lange nicht, dass da ein Durchbruch erfolgt ist und ich glaube auch nicht, dass bei der CDU eine Erkenntnis dabei reifen würde. Aber ich glaube, es wäre es doch aller Ehre wert und aller Mühe wert, dieses Landesamt aufzulösen. Wenigstens das wäre ein wichtiger Schritt, aber damit ist noch keins der Probleme gelöst. Wir müssen sozusagen das, was heute in Magdeburg war oder was in Dresden war, weiter exemplarisch für uns gemeinsam entwickeln, gemeinsam Widerstand leisten gegen die braune Flut und damit auch deutlich machen, immer dann, wenn die Polizei und Geheimdienste gegen uns eingesetzt werden, müssen wir sagen, sie werden eingesetzt, um Rechte zu schützen. Nicht unsere Rechte, sondern um Nazis zu schützen. Und dieses Teil ist instrumentell und dieses Instrumentelle muss man weiterhin deutlich öffentlich dokumentieren. Und ich glaube, dass uns das zumindest gelungen ist. An einer Stelle, Gabriele Heinecke hat ja gesagt, sie hofft, dass mit dem Prozess Schäfer vielleicht etwas mehr Licht ins Dunkel kommt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Prozess Schäfer dazu führen soll, die Inszenierung so zu machen, dass sie nur schuldig gesprochen wird wegen der Katze und dem kaputten Haus. Um damit abzulenken, tatsächlich, was ist insgesamt an mörderischer Barbarei hier vollzogen worden? Wo sind die Waffen hergekommen? Wer hat die Waffen geholt? Wer hat sie bezahlt? Wer hat die Leute eingesetzt? Und es gibt viel zu vieles, was ungeklärt ist. Die Hinrichtung der Polizistin Michelle Kiesewetter ist bis heute in keiner Form geklärt. Lässt sich auch mit den drei Buchstaben NSU nicht klären und erkennen. Aber die Frage, dass in Ihrem Polizeieinsatz zu zwei Ku Klux Klan-Leute waren, deren Verbindung bis nach Thüringen geht, der KKK-Chef öffentlich sagen darf, sie hatten so viele Polizisten, dass sie überlegt hatten, eine eigene KKK-Gruppierung aufzubauen. Das brennende Kreuz in Kahla in Thüringen, da muss man wissen, in Kahla, das ist der Geburtsort von Karl-Heinz Hoffmann, Wehrsportgruppe Hoffmann, also die Frage NSU und DDR. Da kann ich mal sagen, wir haben alle westdeutschen Nazis in Thüringen abgefasst, die direkt mit Grenzöffnung kamen, und zwar die Hardcore-Abteilung.
Fühnen ist in Thüringen am Schluss elendig verreckt. Rechtsanwalt Röder ist der, der mich angegriffen hat bei dem Überfall auf die Wehrsportgruppe, auf die Ausstellung der Verbrechen der Wehrmacht. Da habe ich ihn ja gestoppt und bin dann als Zeuge aufgetreten und dabei habe ich dann Mundlos und Schönheit erleben und erdulden müssen. Das heißt, die Nähe war immer sehr dicht und an jeder Stelle stellen wir fest, es war der staatliche Geheimdienst direkt oder indirekt dabei zugegen. Und das ist nicht nur, dass wir nichts gewusst haben, sondern ganz im Gegenteil, Tino Brandt, Thomas Dienel und Konsorten sagen immer wieder, alle Aktivitäten waren besprochen. Tino Brandt gibt an, ich bin vom Polizei observiert worden, hinter dem Observationsfahrzeug der Polizei fuhr ein Observationsfahrzeug des Verfassungsschutzes, aber nicht um Brandt zu observieren, sondern die Polizei zu observieren. Und bei NSU sagen unsere Zielfahnder des LKA, wir waren immer am richtigen Ort, aber zum falschen Zeitpunkt. Wenn das als Aktennotiz niedergelegt ist, dann gibt das doch einen Hinweis darauf, dass es eben auch Interessenlagen gab. Und das ist der letzte Punkt, den ich erwähnen will. Ich lasse mich nicht abhängen davon, dass es an diesen gesamten Maßnahmen eine ordnende Hand gibt. Und die Frage ist, ob wir mehr erkennen über die ordnende Hand, die diese Dinge auch, das Schreddern, das Nachfragen, das Beschützen, all diese Dinge mit bewusst getan und hinterher bei der Vertuschung mitgetan hat. Darum geht es jedenfalls mir, diesen Teil immer wieder kritisch zu hinterfragen und mich abzutun von irgendwelchen verwirrten jungen Leuten, die da zufällig Nazis geworden sind, hinterher hochbewaffnet waren, mit Sprengstoff hantiert haben und in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa. Wir reden von einem internationalen Netzwerk, die immer wieder beim Fest, der sogenannten Fest der Völker in Thüringen gemeinsam gekommen sind, also Combat 18, Blood and Honor, alles das, was man auf der internationalen Agenda sieht, hat in Thüringen immer wieder Tür und Tor offen gehabt und die amtlichen Stellen haben es gewusst. Muss man wirklich, glaube ich, sich immer als erstes vor Augen halten, worüber wir hier reden. Es geht um fast 200 Morde, es geht um diese 10 Morde, die dem sogenannten NSU zugeschoben werden. Es gibt eine Aussage aus dem hessischen Verfassungsschutz und aus der Politik, dieser Mord da in Kassel, das ist nicht etwas, was für uns ein Anlass ist, dass ihr Polizei dort weiter untersuchen dürft. Das hat der damalige Ermittler in Kassel von der Polizei, von dem Untersuchungsausschuss des Bundestages gesagt. Wenn das so ist, ja, dann sage ich mir, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig, hier Aufklärung zu leisten. Gabriel Heinecke, mit deiner Erfahrung, was kann man da juristisch überhaupt erwarten als Jurist? Ich fühle mich nicht in der Lage, das zu beantworten. Ich glaube, dass die Juristerei, was ist, was Liebknecht früher auch gesagt hat, es ist eine Tribüne. Man kann etwas klar machen, man kann etwas herausarbeiten, wenn denn noch was da ist, was man herausarbeiten kann. Ich weiß nicht, was in den Akten, die dem Oberlandesgericht in München vorliegen, enthalten ist. Mir scheint, dass es nur der Abfall ist, der übrig geblieben ist und dass man damit eben nicht mehr sehr viel aufklären kann. Aber das, was man machen kann, ist zumindest zu sagen, es muss einen Grund geben, diese ganzen Sachen verschwinden zu lassen. Ansonsten muss man eins sagen, grundsätzlich. Es gibt das Potsdamer Abkommen. Im Potsdamer Abkommen steht, dass diesem Staat verboten wird, jemals wieder faschistische, militaristische Organisationen zuzulassen. Wir haben jede Menge faschistische, militaristische Organisationen. Wir streiten uns um die Frage, ob die NPD verboten werden darf oder nicht. Ich finde, dass es sinnvoll ist, zu klären, dass die notwendige Ebene, die wir haben, gerade im jetzigen Europa mit allen Widersprüchen, ist diese Vorgaben, die die Alliierten mal hatten, aber leider heute nicht mehr durchsetzen wollen, diese Vorgaben von uns aus zu versuchen durchzusetzen. Ich habe den Eindruck,
dass gerade unseren jungen Menschen es klar wird, dass mit der Politik, die hier gemacht wird, für ihre Zukunft nicht sehr viele Blumentöpfe zu gewinnen sind, insbesondere im europäischen Ausland. Ich hoffe auf eine internationale Solidarität. Ich hoffe darauf, dass man sich klar darüber wird, dass insbesondere das, was an Deutschland mit der jetzigen Politik und sich nur als ein Tüpfelchen obendrauf klar macht, mit dieser Politik durchgeführt wird, etwas ist, was Europa nicht vorwärts bringt, sondern ins Chaos stürzt. Es wird ja nicht nur im Inland mit staatlicher Unterstützung gebaut. Seit 1990 beteiligt sich die Bundesrepublik in stetig wachsendem Maße an, was so euphemistisch zuerst als humanitäre Intervention bezeichnet wurde, dann Militäreinsatz, Krieg soll das ja alles gar nicht sein. Wenn durch einen Befehl eines deutschen Obers, einen sehr bewussten Befehl in Afghanistan, auf einen Schlag mehr als 140 Menschen, zumeist Jugendliche und Frauen offensichtlich, ums Leben kommen, dann ist das auch kein Fall für die Staatsanwaltschaft. Was geht hier eigentlich vor? Was muss eigentlich passieren, damit, sagen wir mal, die normalen Maßstäbe bürgerlichen Rechts, bürgerliche Politik in dieser Hinsicht durchgesetzt werden? Oder anders gefragt an Susanne nochmal, ein Land, das Angriffskriege führt, und zwar einen nach dem anderen, verändert sich. Und siehst du eine Wechselwirkung zwischen diesem Fakt und dem, was wir eben mit NSU und allem übrigen erleben? Ja, ich kann verstehen. Man muss natürlich erstmal festhalten, dass die Zuordnung, wer ist denn nun extrem bellizistisch und nicht so bellizistisch, ein bisschen durcheinander gekommen ist. Die Nazis haben eine ganz intelligente Strategie in den letzten Jahren gefahren. Sie haben sich nämlich als Antikriegspartei aufgespielt. Sie haben eine ganze Menge Kreide gefressen und haben dann teilweise bei der Antifa Effekte ausgelöst, die ich eigentlich nur als dumm bezeichnen kann. So unter dem Motto, wenn die Nazis mit ihren Transparenten losgehen und sagen, die gehen ja mit Parolen los, wie nie wieder Krieg, ja, dann gibt es offensichtlich Antifas, die sagen, ja, dann muss der Krieg eine gute Sache sein. Ja. Es gab mal französische Linken, die haben sich über die deutsche Linke lustig gemacht und haben gesagt, wenn Hitler gesagt hätte, frisst keine Nägel, dann wüssten sie ganz genau, was deutsche Linke rund um die Uhr tun. Und das ist ein bisschen passiert. Dabei ist völlig übersehen worden, dass dieser Friendly Fascism, von dem ich eben sprach, der sich organisiert in großen Teilen in der neuen Rechten, dass dieser Friendly Fascism erstens von ganz vielen Ex-Nazis, die jetzt sozusagen ein bisschen die Strategie geändert haben, dominiert wird. Ja, wie viele international bekannte Faschisten zählen sich mittlerweile nicht mehr zur faschistischen Bewegung und haben sich vom völkischen Nationalismus abgewandt und sind heute in der neuen Rechten unterwegs. Man muss mal schauen, man hatte bei der Jerusalemer Erklärung, die von organisierten neuen Rechten, die übrigens international fantastisch organisiert sind, merken können, wohin die Reise hingeht. Ja? Man hat sich nämlich Israel als neues Identifikationsmodell ausgeguckt, ja, unter dem Motto, Israel ist unser Vorposten, der uns die Barbaren abhält. Und mit Israel kann man, ich will jetzt nicht die Antisemitismusdebatte, die unsägliche nicht hier aufrollen, aber mit Israel kann man unglaublich gut bellizistisch argumentieren. Und das hat man eben verstanden im rechten Lager. Muss man mal gucken, ob es der Front National ist, ob es ein Teil der Faschisten in Großbritannien sind. Sie sind fast alle in dieses, oder ein großer Teil ist in das neue rechte Lager abgewandert. Und da ist natürlich ein überaus virulenter Bellizismus
vorhanden, der übrigens auch in neokonservativen Kreisen ist. Also allein wenn man sich hier mal anguckt, rechte Antifas, die es ja gibt, wie viele haben dort auf ihren Blogs nicht mehr das Symbol des Antifaschismus, sondern Mercara-Panzer zum Beispiel. Ich will damit sagen, dass man langsam mal anfangen muss, diese neuen Konstellationen, diese Gemengelage mal ein bisschen besser zu ordnen und zu durchschauen. Und wenn wir das nicht anfangen dann, und in diesen klassischen Denkmodellen weiterbleiben, dann werden wir diese Wechselwirkung zwischen Faschismus und Krieg und die Unterstützung von Angriffskriegen überhaupt nicht mehr durchschauen. Wir haben immer Demonstrationen von autonomen Linken, Antifa-Demonstrationen. Da gibt es eine Parole, die heißt, lass es krachen, lass es knallen, Deutschland in den Rücken fallen. Am letzten Montag in Travemünde wäre eine fantastische Möglichkeit gewesen, Deutschland mal so richtig in den Rücken zu fallen, als die Patriot-Raketen für die Türkei verladen werden. Diese Linke waren da. Das ist der Widerstand. Nein. Ja, Patrick, das Letzte würde ich sagen, ist ja die Frage an den Politiker. Also ist die Linke nicht viel zu alarm, will ich gar nicht sagen, aber zu zach in ihrer Analyse und dann eben auch schwach in ihrer Mobilisierung? Es hat viele Ursachen, aber stimmt die Analyse? Ist die scharf genug, um dann eben zu dem zum Beispiel zu kommen, worüber Susanne jetzt zum Schluss gesprochen hat? Ich habe da meine Zweifel. Ich auch. Nein, also natürlich ist das ein Problem, aber das ist ja auch ein Problem, dass wir uns ja oftmals selber weichspülen in unseren Analysen. Also ich nehme jetzt wirklich mal die aktuelle Situation. Wir sagen, wir sind solidarisch mit den Menschen in Griechenland und Portugal. Das ist gut, das ist richtig, das ist notwendig. Aber sprechen wir denn noch aus, dass es wesentlich der deutsche Imperialismus und die deutschen Monopole sind, die an dieser Ausblutung beteiligt sind? Und sprechen wir noch aus, dass es eigentlich notwendig wäre, dass die Arbeiterbewegung in diesem Land für ihre Interessen gegen den Kapitalismus in diesem Land kämpfen muss und Internationalismus machen muss? Aber vor allem auch zum Beispiel um höhere Löhne, um kürzere Arbeitszeiten zu kämpfen, um dem deutschen Imperialismus ein wesentliches Instrument bei der Ausbeutung der Peripherie Europas ein Stück weit aus der Hand zu nehmen. Das wird nicht mehr auf. Sprechen wir noch aus, dass es sich jetzt bei diesen Angriffskriegen, die du nennst, nicht um Ausrutscher handelt oder um fehlgeleitete grüne Humanitätsduselei, sondern dass es ein riesiger Schritt für diesen deutschen Imperialismus war, nach der Zerschlagung des Sozialismus in Europa endlich diese Fessel loszuwerden, dass er nicht militärisch beim Spiel des Kampfes der Imperialisten untereinander mitspielen durfte, sprechen wir da auch nicht aus. Und deswegen glaube ich, kommt die unscharfe Analyse auch zum teilweise weichgespülten Handeln, aber es kommt auch von der anderen Seite was. Ich glaube, wir kämpfen auch zu wenig darum, dass die Linke in diesem Land in der sozialen Frage wieder die Hegemonie kriegt. Und das lässt doch Platz bis hin zu Faschisten, die sich hier in diesem Land gerieren könnten. Sie würden irgendwie die Interessen der Menschen, der abhängig Beschäftigten, der Arbeiter, Angestellten vertreten. Und Teile glauben es ihnen ja noch. Das liegt aber vor allem daran, glaube ich, dass wir auch Platz lassen. Und deswegen glaube ich, Schärfe in der Analyse, durchaus auch dann Schärfe in der Aktion, und gleichzeitig
kämpfen um das Teewasser, wie Lenin das gesagt hat, und führend werden als die Kraft, die den Kampf um das Teewasser mit dem Kampf um das große Ganze verbindet. Das muss, glaube ich, auch eine Grundlage für antifaschistische Strategie sein. Und dann kommt natürlich dazu, klar, wir müssen auch die konkreten Kämpfe gegen die Nazis organisieren. Und da bin ich dafür, durchaus breitestmögliche Bündnisse zu schließen, solange gewahrt ist. Erstens, es ist klarer antifaschistischer Inhalt, das schließt auch Rassismus aus. Und zweitens, wir lassen uns nicht in gute und böse Antifaschisten spalten. Uns mal einmal in Essen an einer Stelle, in einem Stadtteil gelungen, einen wirklich stadtteilverankerten Widerstand, sag mal, von den Muslimen über die beiden Kirchen, über die CDU, den, diese Werberinge, SPD, Grüne, bis hin zu uns zu entwickeln. Wir konnten den Konsens durchhalten, keine bösen und keine guten Antifaschisten. Und es war schön, die Kombination aus fliegenden Eiern und Kirchenglocken gegen diesen Nazi-Aufmarsch zu erleben. Seitdem haben sie sich ja nicht mehr in diesen Stadtteil getraut. Das ist jetzt noch kein riesiger Erfolg. Aber diese breitesten Bündnisse erfordern auch wiederum von den linken Kräften darin Klarheit. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was ich eingangs sagte, und damit will ich enden. Wenn sich die Linke nicht klar ist, dass wer vom Faschismus redet, vom Kapitalismus nicht schweigen darf, dann glaube ich, wird sie auch nicht fähig sein, breitestmögliche Bündnisse zu entwickeln. Und beides braucht es. Es braucht eine starke Linke mit klaren Positionen und breitestmögliche Bündnisse gegen dieses Faschistenpakt. Bleibe aber hartnäckig. Ich meine, wäre es nicht noch wichtiger, also jede Auseinandersetzung mit dem Pakt, völlig klar, das muss sein, das muss man fördern, das muss man unterstützen, aber wäre es nicht wichtiger, genau das, was Susanne angesprochen hat, also sozusagen noch viel mehr zu mobilisieren, wenn dieser Staat in aller Öffentlichkeit loszieht zu einem Krieg, dort also zu mobilisieren, dass Ihnen das mal in die Knochen fährt. Das stimmt doch. Daniel Heinecke hat gesagt, die Juristerei ist eine Tribüne, hat sie so betrachtet. Und Bodo, ich würde ja sagen, ja, Aufklärung, Untersuchungsausschüsse, was juristisch möglich ist, durchziehen, so wie du es gesagt hast, aber wir müssen doch von der Tribüne irgendwann mal runterkommen. Ich weiß ja, da hängt unheimlich viel Kraft dran und wir sind nicht stark, sondern es wäre schön, wenn es ein paar mehr wären, aber ich glaube, das ist doch der Punkt. Und natürlich der, den Patrick angesprochen hat. Also dann müssen wir mal irgendwann auch wieder über die Interessen von Deutscher Bank Siemens und anderen in fremden Ländern über die Exportquote und deren Stabilität reden und alles Übrige. Ja, aber es ist doch gar kein Unterschied. Also wir haben da keine Differenz. Klare Aussage der Linken, Verstaatlichung dieser großen Bank. Ich habe nichts anderes von den Linken gehört, ich kenne die Anträge. Die gleiche Diskussion, wenn es um die Frage geht, Militäreinsatz. Ich habe niemanden im Verdacht in unserer Bundestagsfraktion zu meinen, dass man da halbwegs zustimmen sollte. Ich kann immer nur sagen, ich habe mein Leben lang eine Friedenstaube angehabt, weil ich in der Friedensbewegung im Bonner Hofgarten sozusagen sozialisiert worden bin als junger Gewerkschafter. Und es war der Beginn des Jugoslawienkriegs, wo ich zum ersten Mal auf einer Mitarbeiterversammlung von Gewerkschaftern aufgefordert worden bin, ich soll die Friedenstaube abziehen. Ja, entschuldigt, erinnert euch doch mal dran. Die SPD, die damals dann in diesen Krieg hineingebombt worden ist und die Grünen, also die Abstimmung von Schröder mit der Vertrauensfrage.
die ja bei Bundestagsabgeordneten, also ich bin mit Elibald Richter aus Weimar befreundet, der ist in die Knie gegangen, emotional in die Knie gegangen bei dieser Abstimmung, weil er gesagt hat, es ist falsch, wo wir jetzt zustimmen. Und das war der Tag, an dem ich meine Parteilosigkeit verlassen habe. Ich habe allerdings die Konsequenz gezogen, mit der PDS beigetreten und habe gesagt, ich trete ihr bei, um denen zu helfen. Das war damals die Diskussion 99 in der PDS, die eine gesamtdeutsche sozialistische Partei als stabile Partei links von der SPD etablieren wollen. Damals gab es die Briefe von Sachsen, die gesagt haben, wir könnten doch so ein Gegenstück sein, so wie CDU und CSU könnte doch die PDS so was Nettes im Osten sein. Das fand ich grundfalsch, finde ich immer noch grundfalsch. Und deswegen sage ich, Patrick hat völlig recht, wenn wir es schaffen, uns nicht wechselseitig ständig ausgrenzen, abgrenzen, einteilen lassen und uns selber einteilen. Das meint aber dann alle. Das meint dann aber auch das Aushalten der anderen uns gegenüber. Dass nicht immer gesagt wird, na, der steht aber schon im Verdacht. Also ich werde ja immer, also die rote Fahne, diese seltsame Blatt hat, oder ist ja kein Blatt, im Netz geschrieben, dass ich ja vom Geheimdienst sei, weil du mich eingeladen hättest. Ja, also ich meine, sowas läuft dann als links im Netz. Da rollen sich bei mir die Fußnägel hoch. Und jedes Mal erlebe ich dann, wenn wir gemeinsam zusammenstehen, und da finde ich das, was Patrick gesagt hat, absolut wichtig. In Dresden ist es zweimal gelungen, ein Bündnis über alle Grenzen hinweg durchzuhalten. Ich meine, ich habe Strafverfahren immer noch an der Hacke und ich habe mich nicht abfinden lassen mit irgendwelchem Geld, sondern ich habe gesagt, wie soll das ausverhandeln? Ich will noch mal wissen, was die denn hier vorzuhalten haben. Und deswegen müssen wir uns immer wieder neu die Mühe machen, uns auszuhalten. Und in einem Punkt, Arnold, völlig d'accord. Auf der Tribüne zu bleiben oder zu glauben, das Parlament wäre die Bühne, auf der sich politisch was bewegt, das ist nicht mein Anliegen. Ich bin im Parlament, um ein paar Sachen aufzuklären oder um Anträge zu stellen, um Veränderungen einzuleiten. Aber ich fühle mich sozusagen all denen verbunden, die gemeinsam auf die Straße gehen und die bei den Arbeitskämpfen auch draußen stehen. Nur da muss man auch zur Kenntnis nehmen, in den letzten 20 Jahren haben sich die Arbeitskämpfe leider extrem verschoben. Ja. Und die Ost-West-Auseinandersetzung ist nicht besser geworden. Die 35-Stunden-Woche ist im Osten krachen gegangen, aber nicht, weil die Ossis nicht gekämpft haben, sondern weil die Gesamtbetriebsratsfürsten im Westen gesagt haben, unsere Überstunden für unsere Leute sind uns wichtiger als die Solidarität mit dem Osten in der 35-Stunden-Woche. Und wenn wir dann die zu niedrigen Lohnsummen in Deutschland nehmen, dann hat das auch was mit dem Versagen der Gewerkschaften zu tun. Genau. Und den ohnmächtigen Kämpfen und den Niedrigstlohn und dem Aufstocken und dem Erbärmlichmachen von Menschen. In Thüringen gibt es einen Tarifvertrag für das Friseurgewerbe mit einem Stundenlohn von 3,28 Euro. Tariflohn. Ja, der das am meisten ausnutzt, ist der FDP-Abgeordnete Kemmerich. Dem gehört nämlich die größte Friseurkette. Jedes Mal, wenn der vorgeht, rufe ich ihm 3,28 Euro zu, bis er wieder sich hinsetzt. Weil ich der Meinung bin, das muss man so lange anprangern, bis wir einen Präsidenten gesetzlichen Dienst haben. Es reicht. Wenn wir ein bisschen hier dazu beigetragen haben, zu sagen, was das ist, was da reicht, dann glaube ich, haben wir unsere Aufgabe hier erfüllt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die hier an der Diskussion teilgenommen haben. Ich bedanke mich bei euch für die lange Geduld. Vielleicht können wir ja im nächsten Jahr dann sagen, ja, es hat gereicht, aber es hat sich auch etwas verändert. Das wäre ja das Wichtigste.